Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und damit auch herzlich willkommen, Tomate. Jo, hallo Ati, was machen wir heute? Ja, wie man hier schon lesen kann, machen wir den Test: Bist du ein weißer alter Mann oder ein alter weißer Mann? TM, wie es hier steht. Und erstmal Grüße an Avocado TV, der hat ihn irgendwie, ich weiß nicht, wie er ihn gefunden hat, aber er hat ihn gefunden und dann machen wir den auch mal. Und Ah, Glückwunsch cool. zu 1000 Abonnenten gehen raus. An der Avocado, genau. Die Seite ist hier Feminismus mit Doppel-S, also aha, Feminismus. Oder Interessant. Femininismus könnte man noch, ne? Ja. Ja. Also offensichtlich eine feministische Seite. Okay, da bin ich ja gespannt, was wir hier vor uns haben. Ich habe das noch gar nicht gesehen, dieses Quiz. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Gut, und wir haben hier schön zwei Zähler für uns eingefügt. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir hier, wie viele Punkte wir beide erhaschen. Ah ja. So, ich lese mal den Klappentext vor. Sie sind in aller Munde, alte weiße Männer, Trademark, die in Entscheidungs- und Machtpositionen sitzen. Sie sind verantwortlich für Recht und Ordnung. Sie gewinnen Preise, schreiben Bestseller, machen die Gesetze, führen Konzerne und Staaten. Sie sind der Grund für MeToo und strukturelle Gewalt. Doch nicht alle alten weißen Männer, Trademark, haben die Macht gepachtet. Manche fühlen sich sogar ganz und gar ohnmächtig. Schließlich haben längst die Feminist-SternInnen übernommen, die Friday for Future Kids mit ihren Genderwahn und Ökoterror, die Mädchen kontrollieren und uns die Schnitzelsoße, Negerküsse und die schönen Kindheitserinnerungen an Winnetou und Jim Knopf wegnehmen wollen. Nicht einmal Komplimente davon noch machen. Ein Merkmal von weißen alten Männern TM ist, dass sie sich niemals als weiße alte Männer TM bezeichnen würden. Sie werden nicht bezeichnet. Sie sind die Norm. Und überhaupt, soll das eine Beleidigung sein? Was erlauben Sie sich, junges Fräulein? Hier kannst du den ultimativen Selbsttest machen. Entscheide dich für eine Antwort, notiere die Punkte und addiere sie am Ende. Na, das erinnert mich an diese Bravo-Dinger, die es da immer mal gab. Diese Quiz-Dinger. Also ich bin gespannt. So. Also die Frage ist ja eigentlich, bin ich ein alter weißer Mann? Also weiß bin ich, alt, ja, ich bin über 30, also für mich kann ich das schon mit Ja beantworten. Aber bist du auch an den Hebeln der Macht? Oder Ja, fühlst du dich unterdrückt? das leider eher nicht, das leider eher nicht. Ja, ich fühle mich von der Demokratie unterdrückt, weil nicht so gewählt wird, wie ich es will. Ja. Ich sehe gerade hier, rechts wird Radio blau beworben. Also ich würde sagen, das muss auch nochmal überarbeitet werden. Ja, blau kommt bei uns nicht ins Regal oder so. Na gut, lass mal die erste Frage machen. Ich bin. Liest du mal Aha, ein vor. Cis. Ich bin ein Cis-Mann, eine Cis-Frau. Das gibt dann wohl 2 Punkte oder was? Ich bin B, mir über meine vielfältigen Privilegien bewusst, 1 Punkt. Ich bin hä, was? Ich bin ich, 3 Punkte. Und D, mehrfach positioniert, richtig marginalisiert, 0 Punkte. Aha. Ja, schön. Also, ich würde Ich jetzt sehe. A geben. Okay. Also ich nehme C, weil also entweder ich bin ein Mann und nicht ein Cis-Mann, Ja, diese Null-Konnotation, nee. weißt du was? Gib mir mal bitte auch 3. Ja, weil natürlich das Problem ist ja jetzt an der Sache, wenn ich jetzt mit A antworte, dass man dann auch ein Stück weit das Framing des Gegners annimmt, in dem Sinne, dass Cis überhaupt ein Wort ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, Cis ist ja ein Wort, was die sich ausgedacht haben, irgendwelche linken Trans-Leute, die gesagt haben, ja, jeder, der nicht trans ist, ist jetzt Cis. Nee, also Cis ist einfach normal. Also dieses Wort Cis, das braucht's gar nicht, das gibt's gar nicht. Ja, Genau. weißt du was? Wir machen die Nummer 3. Das ist wie ein Geldautomatenautomat, so. Eine unnötige Doppelung. Ja. So, nächste So. Frage. Wenn mir eine attraktive Person begegnet, versuche ich, nicht so hinzuklotzen, versuche ich, sie von mir und meiner Intelligenz zu überzeugen, mache ich ihr ein Kompliment über ihr Äußeres und zwinkere ihr zu, lächle ich sie an und frage etwas Unverfängliches. Oh, was ist denn das für eine Frage schon? Also, das ist ja übelst dämlich, weil die Frage, also, Ich verstehe die Frage nicht mal. ja, die Antwortmöglichkeiten, die gehen in eine völlig andere Richtung. Also, Punkt A ist, du machst gar nichts und Punkt B bis D, du unternimmst was, weißt du, du trittst in Ja. Interaktion mit dieser attraktiven Person, wer auch immer das Also mir sein soll, fehlt bei uns eine irgendwie, Frau. mir fehlt irgendwie der Zusatz, wenn mir eine attraktive Person begegnet und ich sie kennenlernen will.
Ja, Weißt du? eben, genau. Also Genau, ist ja nicht man sieht so. ja in der Straßenbahn Zaufen attraktive Mädels, aber Ja, eben. deswegen labere ich die nicht alle an. Also Ja, eigentlich finde ich es sogar logisch. zu A erzogen würden, wenn ich nichts von der will, aber sie halt trotzdem Ja. hübsch ist. Gehen wir jetzt davon aus, wir wollen was von der? Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier beantworten sollen, sonst mache ich ein Kompliment. Nicht, ich sehe. Ja, und dann ja, gehen wir davon aus, oder? Sonst, ja. Wir haben sonst Weiß unterschiedliche nicht. Voraussetzungen. Ja. Versuche ich sie von Boah, mir und meiner schwierig. Intelligenz zu überzeugen, lächle ich sie an und frage. Also ich würde, wenn ich jetzt jemanden anmachen würde, würde ich Punkt D nehmen. Also irgendwas. Naja, ich habe mal so den schönen Satz gelesen. Wichtig ist eigentlich gar nicht beim Ansprechen, was du sagst, sondern wie du es sagst. Also, oder dass du überhaupt was sagst. Und der Rest ergibt sich dann von selbst. Wenn der oder diejenige Lust hat, mit dir zu sprechen, dann brauchst du keinen übelst coolen, krassen Spruch. Dann fragst halt einfach, wie ist die Uhrzeit, wo ist der Weg nach XYZ, solche Sachen. Also ich würde den Ja, nehmen. auch schon, weil B ist so ganz knirsch so. Guck mal Ja. hier, ich habe IQ-Test 135 Punkte so. Ja, genau. Ja, schön. Ja, also gut, dann nehmen wir jetzt hier schön D. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Das ist mir in meiner Nachbarschaft wichtig, besonders wichtig. Spätis, Fahrradwege, keine Bullen. Okay. Sauberkeit, Ruhe, Parkplätze, pünktliche Müllabfuhr, ordentliche Parkanlagen, bezahlbare Mieten, höfliches Miteinander. Da Aha. merkst du an der Frage oder an den Antwortmöglichkeiten schon, A ging ja leicht über die Lippen und das andere hat sich so irgendwie zusammengeklaubt. Ja, also für die Autohörer, die Punkt A, wenn man jetzt hier angeben würde, Spätis, Fahrradwege, keine Bullen, würde man 0 Punkte kriegen. Das heißt, man wäre kein alter weiser Mann. Bei den anderen gibt es dann Weißt du doch entsprechend noch gar nicht, mehr. wie die Punkte gezählt werden? Na, so soll es doch sein. Das stand doch vorher da schon, man soll addieren, die Ja, Punkte. aber du weißt ja nicht, ob viele Punkte gut sind oder, ne? Ja, das ist ja So, offensichtlich. ja. Das ist wie bei diesem Bravo-Test, wo du wusstest nach der Ja, ersten Frage, wo die Reise hingeht. ich würde jetzt sagen, tatsächlich B wäre mir in meiner Nachbarschaft besonders wichtig. Kann ich B bis D nehmen? Ja, eigentlich alles, oder? Und dann nehme ich noch meinetwegen dem Späti, weißt Nimmst du noch 0 Punkte mit oder was? Ja. du? Bis jetzt sind wir ja völlig gleich auf. Komm, Was machen wir lass jetzt B hier? Sechs nehmen und wir Punkte? gehen weiter. Sechs Punkte? Nein, wir sollen uns ja für eins davon entscheiden, Na nicht für gut, alles. okay. Lass B nehmen. Wir müssen jetzt ja ein bisschen Dissens haben, meine Güte. Nee, haben wir gar nicht. Das wird das Ding sein. So, Kinderbücher sollten A. vielfältige Lebensrealitäten und Familienformen abbilden, ein Punkt. B. Kinder nicht verunsichern oder verhätscheln, sondern auf das wahre Leben vorbereiten, 3 Punkte. Kinderbücher sollten C von Grimm, Astrid Lindgren oder Ottfried Preußler sein, 2 Punkte. Oder D, sie sollten nicht mehr vorgelesen werden, wenn sie rassistische Sprache reproduzieren. 0 Punkte. Ich sage natürlich B. Ha, der erste Dissens. Kinderbücher. Ich nehme Aha. C. Du nimmst C. Definitiv. Sie sollten von Grimm, Astrid Lindgren oder Ottfried Preußler sein. Ja. Okay. Also klar, da, jetzt kann man sagen, wie nur von den dreien, aber ich denke, da wird es noch ein paar mehr geben. B finde ich halt, ja, ich weiß nicht, ein bisschen drüber. Also es sind immer noch Kinder, weißt du, und es sollten Märchen sein und nicht irgendwie. Also die sollten schon noch ein bisschen verhätscheln und ein bisschen außerhalb des Realen stehen. Ja, ach, fuck, Weißt Mann, jetzt, du? Das jetzt, fand ich jetzt so. ja, Ja. jetzt, nee, das Problem ist, jetzt tust du mich wieder gut argumentativ überzeugen, so dass ich Nein, du deine nimmst die, Punkte wählen nimmst will. B, fertig. Ich nehme B, das war jetzt mein erster Impuls, ja. So. So, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was wählst du in der Kantine? Egal, Hauptsache Fleisch. B, das vegane Gericht. C, ich frage den Küchenchef nach der Empfehlung. Und D, gibt's Nudeln? Fragezeichen. Was willst du in der Kantine? Nach Empfehlung fragen? Also ich frage bestimmt nicht extra den Küchenchef, so ein Quatsch. Also vor allem in der Kantine, wie komme ich denn da an den Küchenchef ran? Ja, meistens steht er irgendwo hinten in der Küche und nicht vorne am Tresen, oder? Also. Also Aber gut, A, wir gehen mal Hauptsache davon aus, Fleisch. man würde ihn jetzt fragen können.
Ja, zu A, Hauptsache Fleisch würde ich so für mich nicht nehmen, weil das ist mir ziemlich egal. Ich esse auch gerne vegane oder vegetarische Gerichte. Nudeln müssen es nicht mehr sein. Wisst ihr was? Ich nehme B, das vegane Gericht tatsächlich. Das Ich habe da vegane nichts Gericht, gegen. okay, Ja. passt. Das ist nicht nur das Vegetarische. Also ich esse halt auch sehr gerne Kartoffeln mit Quark und so. Also das, da muss halt auch Fleisch nicht immer dabei sein. Ja, klar. Ich nehme da mal C. Jo. Dann muss ich das bei dir gar Gut. nichts machen. Jo. Dann nächste Frage. Geschlechtergerechte Sprache bedeutet für mich A. Das ist neumodisches Zeug für Leute, die den Unterschied zwischen grammatikalischem Genus und biologischem Geschlecht nicht kennen. Drei Punkte. B. Ich nenne selbstverständlich beide Formen oder verwende das große Binnen-I. Zwei Punkte. C. Ich schreibe immer geschlechtergerecht mit Doppelpunkt, Gender-Sternchen oder Gender-Gap. Ein Punkt. D. Ich versuche stets alle Gender mitzudenken und entsprechend sichtbar zu machen. Im Geschriebenen wie im Gesprochenen, oh je. Also die Gedankenkontrolle greift vollständig. Also Ich das Schreiben nehme reicht nicht mehr aus. natürlich A. Das ist neumodisches Zeug. Ich meine, es ist wieder wunderschön geframed, ne? Man hätte es einfach auch, also man hätte es mit dem neumodischen Zeug weglassen können, weil das impliziert, dass man ja altmodisch ist und so weiter. Aber ganz ehrlich, nee. Also ja, A. 3 Punkte für uns. Kurz was anderes, ich finde ja auch herzallerliebst rechts so die Links zu Freunden, also zu befreundeten Webseiten, die da stehen. Solche haben da die Transfabel jenseits des Zwei-Geschlechter-Systems in so Ja. einer schönen Kinderschreibschrift geschrieben, wie ich sie heute leider noch benutze. Und da darunter zum Beispiel Sophies Seminare schön, stilecht mit Deppen-Apostroph. Sophie, Apostroph S. Ja, das sind ja die hochintellektuellen Ich Linken. passe so das drunter. Also ich kann das zwar nicht ganz entziffern, was da steht, aber drunter steht ja diverse Illustration und queere Archäologie. Ja, ich denke, das soll heißen Urschleim. Ah, ja, das sieht Ist wie gut aus. so ein Sieht aus wie so ein Metal-Logo. Death Metal Band Logo, Ja, gell? oder Der Black Name Metal, ist ja, auch gar genau. nicht schlecht eigentlich. Ja. Ja? Komm, wir nennen uns jetzt Urschleim. Okay, weiter. Nächste Frage. So, welchem Sprichwort stimmst du am ehesten zu? Kein Bier vor 4, 2 Punkte. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker, 3 Punkte. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut von Rosa Luxemburg, ein Punkt. Oder das berühmte Sprichwort ACAB. Ja, geil, 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 Wie geil. schon Goethe immer zu versagen pflegt. Ich schwank zwischen A und B. Kein Bier vor vier und was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ich nehme A. Komm. Ja, Ich komm, hebe mir, ich ich nehme muss auch ich A A. nehmen. Ich nehme auch A. Wir wollen doch gleich auf sein. So, was hältst du vom Tempolimit? A. Freie Fahrt für freie Bürger. Zwei Punkte. B. Mir egal. Eins. C. Muss sein. Null Punkte. D. Das ist doch pure Ideologie von Verbotsfanatikern. Drei Punkte. Ich bin bei dir gespannt. Ich nehme A, freie Fahrt für freie Bürger. Also mit dem pure Ideologie, so weit muss ich nicht gehen. Ich meine, ich bin ja durchaus offen zu diskutieren. Ich meine, in anderen Ländern hat man es. Auch wenn ich da eher zu tendiere, dass es Ideologie ist letztlich. Aber Ja. ich würde A nehmen, freie Fahrt für freie Bürger, ganz neutral. Ich nehme B. Also mir ist es wirklich egal mittlerweile. Einfach, weil in Deutschland sind so viele Baustellen und so viele Geschwindigkeitsbegrenzungen jetzt schon die paar Meter, wo du mal wirklich ohne Begrenzung fährst. Es ist eigentlich auch egal. Da fährst du mal 3 Kilometer 180, dann kommt die nächste Baustelle, nächste Abfahrt oder was weiß ich nicht. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Deswegen, Ja. es kann da sein, kann nicht da sein. Das ist eigentlich völlig wurscht. So, wenn du an Deutschland denkst, bin ich um den Schlaf gebracht? Nee. Wenn du an Wenn du, Deutschland denkst, denkst du ja. an Berlin, ein Punkt. Hanau, Halle, NSU, 0 Punkte. Goethe und Schiller, 2 Punkte. Aufklärung, Technik, Pünktlichkeit, 3 Punkte. Alter, was ist denn das hier? Ich hätte tatsächlich gesagt D, Aufklärung, Technik, Pünktlichkeit. Also, Wenn ich an ich den finde. ÖRR denke, denke ich an Berlin, aber Also, ich würde tatsächlich am ehesten noch so ja. diese Tugenden mit Deutschland verbinden. Goethe, Schiller auch, aber tatsächlich noch mehr das. Aufklärung, Technik, Pünktlichkeit.
Ich meine, Aufklärung ist eigentlich eher französisch, aber ja, geschenkt ist egal. Gut, dann nimmst du, ich nehme mal C, komm. Okay, ich nehme D, die 3 Punkte. Gut, was fällt dir zur Frauenquote ein? A, kommt darauf an, 2 Punkte. B, so ein Quatsch, Leistung muss zählen, nicht Geschlecht. 3 Punkte. C, Liberalfeminismus wird uns nicht befreien. 0 Punkte. D, Girls to the Front. 1 Punkt. Hast du eine Ahnung, was Liberalfeminismus sein soll? Ich habe keine Ahnung, das ist wahrscheinlich so wie mit den Liberalo-Linken, über die sich der Erwin eine Zeit lang immer beschwert hat, so die bösen Linken, ich weiß Ich wäre schon fast für Girls to the Front. ja, im Angesicht des Ukraine-Kriegs kriegt das eine ganz neue Bedeutung. Ja. Frauen an die Front. Ja, ich sag, so ein Quatsch, Leistung muss zählen, nicht Geschlecht. B. Ich meine, so ist man erzogen worden, ne? Aber ich nehme das mit der Front jetzt wörtlich und sage, ja, auf geht's. Ja, finde ich gut, okay. So, können wir uns nochmal So. voneinander absetzen. Zu Karneval verlasse ich die Stadt oder nicht das Haus? 0 Punkte. Kann man schon mal 5 gerade sein lassen? 2 Punkte. Versuche ich die ganzen problematischen Kostüme zu ignorieren? 1 Punkt. Ist alles erlaubt? 3 Punkte. Ah. Schön, wie Ich Sie würde. zeigen, dass Sie eine absolute Verbotsideologie sind. Ja, stimmt, du hast recht. Also ich würde hier sagen, B, man kann schon mal alle 5 gerade sein lassen. An Karneval ist alles erlaubt, ist zwar so ein Spruch, aber ja, man sollte auch Ja, nicht zu also weit gehen, selbst an solchen ich Feiertagen. sollte nicht im Hans-Wurst-Kostüm, wie es früher im Theater um 1200 üblich war oder 1500 auf die Bühne kacken. Das war der Höhepunkt der Show. Also das fände ich jetzt zu Karneval halt auch nutzlos, weißt Das habe ich ja noch nie gehört. du? Daher kam der Name Hans-Wurst, Aha, okay. wenn das nicht so ein Internet-Fake ist. Ja, das muss man vielleicht nochmal recherchieren. Also, das habe ich noch nie gehört. Gut, also ich nehme auch Ja, B. okay. Gut, was sagt dir Happy Land? Ist die nächste Frage. Ist das jetzt Was hier so sagt dir Happy Pizzagate Land? oder was? Happy Land, ah, das ist doch ein Menü von McDonald's. 2 Punkte. B, ich weiß, dass wir es verlassen sollten. 1 Punkt. C, habe ich lange hinter mir gelassen? 0 Punkte. D, jetzt reicht's mir aber hier. 3 Punkte. Also mir sagt das überhaupt nichts, deswegen hätte ich gesagt, das ist doch ein Menü von McDonald's. Dann habe ich schon lange hinter mir gelassen, also. Wahrscheinlich ist Happy Land irgendwas Schlechtes aus Ja. feministischer Sicht. Scheint irgend so ein Codewort zu sein. Aber Ich ich google einfach bin mal auch. Happy Land. Da finde ich als erstes das Happy Land Kloster Neuburg, eine Saunalandschaft. Vielleicht war die im Kloster, das ist ja hier von irgend so einer, ich habe dir ihren Namen schon wieder vergessen, ja, betriebene Homepage. Ich nehme auch A, keine Ahnung. Gut, jetzt reicht's mir, aber hier ist eigentlich auch ganz passend. Ja. Ah, nehmen wir A, komm. Gut. So, die letzte Frage ist: Du liest am liebsten Bücher von Lan Hornscheid und Heinz-Jürgen Voss, 0 Punkte. Michel Houellebecq und Charles Bukowski, 3 Punkte. Goethe, Schiller, manchmal Brecht, 2 Punkte. Toni Morrison und Sadie Smith. Auch 0 Punkte. Aha, es gibt keinen 1 Punkt diesmal. Oh oh. Also ich würde Lan Hornscheid für das Standardwerk über Enns Einkaufskorb. Mag ich gerne. Ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich eine Autorin ist. Ich kenne die Ich halt auch nur so keine Ahnung. als lebendes Meme. Die ist ja irgend so ein Uni-Professor, Ach, Posten wirklich? innehabend, also irgendwas wird die da schon Ah, publizieren. alles klar, alles klar. Und Toni Morrison, Sadie Smith, da gibt es 0 Punkte, wird wahrscheinlich auch irgendwas Feministisches sein. Ja, habe ich auch Deswegen noch nie muss ich mich gehört. ja hier zwischen B und C entscheiden. Goethe, Schiller, sind wir ganz ehrlich, sowas lese ich eigentlich nicht in meiner Freizeit. Ich würde deswegen B nehmen. Von Michel Houellebecq habe ich auch tatsächlich schon mal was gelesen. Und zwar hier, ah, diesen ganz berühmten, wo es um die Unterwerfung. Islamisierung ging. Genau, die Unterwerfung, danke. Ja, der steht noch bei mir auf der Liste irgendwann. Ganz ehrlich, der war auch gar nicht so spannend. Ich fand das ziemlich langweilig, das Buch. Der hat ja noch einen rausgebracht, mindestens seitdem. Mal schauen. Ja. Ach gut, ich nehme auch B. Also Goethe, Schiller hat man eher so in der Schule gelesen, ne? Ja. Früher habe ich das gern gelesen. Da habe ich auch mehr gelesen, als auf dem Lehrplan stand, muss ich sagen. Hm. Aber ja.
würde ich Vielleicht haben jetzt. wir mal wieder unsere Goethe-Schiller-Phasen irgendwann dann so mit 50 plus. Vielleicht, ja, tatsächlich. Okay, gut, wir nehmen Oh, beide B. du knackst die 30. So, wollen wir doch mal schauen. Auflösungen. Jo. Also, 0 bis 12 Punkte. Du bist definitiv kein alter weißer Mann. Aber sei dir bewusst, dass alte weiße Männer vermutlich ziemlich große Angst vor dir haben. Ja. So, 13 bis 20. Machst du? Du scheinst kein alter weißer Mann zu sein. Mach weiter so. Damit du nicht doch noch ein alter weißer Mann wirst, könntest du zum Beispiel anfangen, mehr Bücher von nicht weißen oder nicht männlichen Autorinnen zu lesen. Okay. Ja. Ganz wichtig. Super. So, das ist jetzt meine Trefferpunktquote oder Trefferbereich. Deine alte weiße Mann TM-Transformation ist offenbar nicht vollständig abgeschlossen. Scheiße. Du bist doch vielleicht noch ein nicht ganz so alter weißer Mann. Oder eine zweite Feministin. Hier sind unbedingt weitere Fragen zur Klärung nötig. Ja, gut, Feminismus wurde nach der zweiten Welle auch richtig scheiße. Also, ja, passt. Okay, und ich kriege jetzt hier die 30 bis 39 Punkte. Hallo, alter weiser Mann DM. Es freut mich, dass du diesen Test gemacht hast, denn das zeigt mir, dass noch Hoffnung besteht. Ein echter alter weiser Mann hätte nicht zu Ende gelesen, sondern stattdessen gleich in den Kommentaren mansplained. Es gibt Okay. Kommentare? Okay. Ah ja. Ach, einen. Von Stefan von vor 3 Jahren. Ja. Oh Was Gott, ein wie wollen wir den? kontoproduktiver Blödsinn. Ja. Er macht den Mansplain, ja. Alles klein geschrieben, ja, vor 3 Jahren, ohne Antworten bekommen zu haben. Ja. Keine Likes. Oh Bin ich gut, jetzt der. Nazi? Ach Gott, das ist so ein Holger-Antwort-Take. Ich Ja, bin doch in der ja, ja. Mitte. Aber ich mag euch doch. Ich habe das Wahlprogramm der AfD gelesen und Mein Kampf, bin ich jetzt Nazi? Ich bin Antifaschist. Man kann Nee, nee, Sachen nee, auch oder Freund, du gerade bist nicht lesen, weil mehr. man mit den Ansichten des Autors nicht übereinstimmt. Know your enemy und so. Ach Gott, was für ein Ich meine, gut, das letzte kann ich unterstreichen, ja. Man sollte sich schon mit dem anderen Ja. auseinandersetzen, aber schon die Textwand, die notwendig war. Ja. Gut, das war Könnte ein das Quiz. YouTube-Kommentar sein, ja. Schön. Ihr schreibt euch bitte eure Punktzahl in die Kommentare, wie sich das gehört. Ihr alten weißen Männer. Und dann sehen wir uns gerne bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.